Hallo und willkommen auf Gewohnheitstrainer. Mein Name ist Michael Kraus und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das Thema Gefühle. Ja, und bevor wir anfangen und es so richtig losgeht, möchte ich nochmal auf ein paar wichtige Aspekte aus einem vorherigen Trainingsvideo eingehen. Da ging es ebenfalls um Gefühle. Wir haben nämlich damals darüber gesprochen, wie Sie eben Zego-Gefühle, also ich sag mal schlechte, oberflächliche Gefühle, von wahren, echten, tiefgehenden Gefühlen unterscheiden können. Ja, ein paar Stichpunkte habe ich Ihnen schon genannt. Also Zego-Gefühle sind eben oberflächlich. Zego-Gefühle sind wie Drama. Zego-Gefühle steigern sich und Zego-Gefühle drücken sich immer durch eine gewisse Stärke und Intensität aus. Und auf der anderen Seite haben wir eben die wahren, echten Gefühle. Die drücken sich eben dadurch aus, die sind breit, die sind weit, die sind tiefgehend und müssen sich eben nicht durch Stärke und Intensität ausdrücken. Ja, das nochmal kurz zur Wiederholung dazu. Und dann habe ich Ihnen noch mit an die Hand gegeben, wie Sie diese Zego-Gefühle abbauen können und wie Sie gute Gefühle aufbauen können. Ja, die Zego-Gefühle können Sie einfach dadurch abbauen, indem Sie sofort, also sofort im kritischen Moment, sich den Satz wieder ins Gedächtnis rufen: Ich lasse jetzt diese Gefühle los und gehen, denn es ist das Beste für mich und meine Gesundheit. Und Sie können diesen Satz nicht nur allgemein von Gefühlen sprechen, sondern Sie können diese Gefühle auch weiter präzisieren, indem Sie zum Beispiel sagen, statt ich lasse meine Gefühle jetzt los und gehen, dass Sie einfach sagen, ich lasse meinen Ärger jetzt los und gehen oder ich lasse meine Wut jetzt los und gehen, weil es das Beste für mich und meine Gesundheit ist. Und ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie wahre, echte, tiefgehende Gefühle aufbauen können. Ich hoffe aber auch, dass Sie bereits da selbstwirksam aus Ihrer Vergangenheit heraus schon viele tolle Erfahrungen gemacht haben. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass Sie in den Wald spazieren gehen und die Natur genießen und das einfach bewusst wahrnehmen. Ja, und stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie diese wahren, echten, tiefgehenden Gefühle ankern könnten und immer wieder darauf zugreifen könnten. Das wäre doch eine tolle Sache, oder? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute zuerst. Es gibt wirklich eine Methode, wie Sie wahre, echte, tiefgehende Gefühle ankern können und immer wieder darauf zugreifen können. Ich habe aber auch eine schlechte Nachricht für Sie, denn Sie müssen immer und immer wieder üben. Ja, jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, was ist denn daran so schlimm, wenn ich immer und immer wieder üben muss? Ja, weil die meisten Menschen zu faul sind zu üben. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Die denken sich zwar, oh toll, ich habe jetzt eine neue Technik kennengelernt. Wenn man ganz viel Glück hat, probieren Sie es ein oder zweimal aus. Und obwohl Sie bereits selbst wirksame, positive Erfahrungen mit einer neuen Methode gemacht haben, ist es trotzdem so, dass sich die dann nach spätestens ein, zwei Tagen, dass sich das Ganze wieder im Sand verläuft. Weil die Leute einfach zu faul sind, dran zu bleiben. Ja, und das ist irgendwo die schlechte Nachricht. Das heißt, wenn Sie wirklich Ihre wahren, echten, tiefgehenden Gefühle ankern wollen, dann bringe ich Ihnen jetzt die Methode bei, aber Sie müssen auch dranbleiben, denn von nichts kommt nichts. Ja, und jetzt fragen Sie sich sicherlich, wie funktioniert denn diese Technik denn nun genau? Ja, diese Technik ist sehr, sehr einfach. Wenn Sie ein gutes, tolles, positives, tiefgehendes Gefühl in sich spüren, machen Sie einfach nichts anderes, wie mit Ihrer einen Hand das Handgelenk von der anderen Hand zu umfassen und fest zuzudrücken. Ja, damit ankern Sie das Gefühl. Wenn Sie den Effekt zum Beispiel zusätzlich noch verstärken wollen, dann ankern Sie dieses positive Gefühl, indem Sie noch die Augen dazu schließen. Also Augen schließen und das positive Gefühl ankern, indem man mit der einen Hand das Handgelenk der anderen Hand umfasst, fest umfasst. Ja, das war's schon. Das ist also wirklich sehr, sehr einfach. Ja, und jetzt fragen Sie sich vielleicht manchmal, ich habe aber heute früh Lob von meinem Chef bekommen, aber ich habe genau in diesem Moment verpasst, das Gefühl zu ankern. Ja, dann versuchen Sie sich einfach nochmal in dieses Gefühl hineinzuversetzen, das Sie heute früh hatten, als Ihr Chef Sie gelobt hat. Also wiederum Augen schließen, versetzen Sie sich nochmal in diese Gefühlslage, die Sie heute Vormittag haben. Und wenn Sie in dieser Gefühlslage sind, dann greifen Sie fest zu an Ihr Handgelenk, da kann nichts passieren. Und ankern Sie dieses Gefühl auf Ihren gute Gefühle-Anker. Ja, und wenn Sie das natürlich immer und immer wieder tun, dann haben Sie auf Ihrem gute Gefühle-Anker, ich sag mal, tausende von positiven Gefühlen, die Sie da draufgelegt haben. Und das können Sie dann auch wieder in anderen Situationen, wenn es Ihnen mal nicht so gut gehen sollte, auch verwenden. Indem Sie dann, wenn es Ihnen nicht gut geht, auch einfach hierher greifen und Ihr Körper erledigt mehr oder weniger den Rest für Sie.
denn dann kommen die ganzen positiven Gefühle, die sie hier reingeladen haben, auch wieder zurück. Und das ist wirklich eine fantastische Sache. Machen Sie sich doch eine neue Gewohnheit daraus, gute Gefühle sofort, wenn sie entstehen, auf Ihren gute Gefühle Anker zu legen. Experimentieren Sie damit rum, probieren Sie ein bisschen aus und Sie werden merken, dass sich innerhalb kürzester Zeit da ganz schön viel tun kann. Ja, das war's für heute. Auf Ihre neuen Gewohnheiten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.